3. 3 steht für 3 Frauen in Tel Aviv. Orna, Mitte 30, gerade frisch getrennt, alleinerziehend, die sich selber eigentlich nochmal so ein bisschen neu erfindet und hin und her gerissen ist zwischen ihrer Rolle als Mutter, als getrennter Frau, als Single, und eigentlich ist sie im tiefen Inneren ihres Herzens einsam. Und dann haben wir Emilia, eine russische Altenpflegerin, fremd im Land, der Sprache nicht mächtig, und nachdem ihr erster Arbeitgeber stirbt, ist auch sie verloren und weiß nicht, was passieren soll. Und sie ist einsam. Und dann haben wir Ella, eine Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht. 2 Kinder, verheiratet, beruflich sehr erfolgreich. Aber auch sie ist einsam, weil sie das Gefühl hat, ihre Fantasien lebt sie in ihrer Welt nicht aus. Was haben diese 3 Frauen miteinander zu tun? Sie kennen alle einen Mann. Das ist ein klassischer Spannungsroman für alle diejenigen, denen Krimis entweder zu blutrünstig oder zu flach sind und Beziehungs- und Großstadtromane zu depressiv. Dromishani 3.